wenn ich mich jetzt bei der Kinderarbeit anknüpfe, beschäftigen wir uns im Moment damit, dass Grabsteine, die meisten Grabsteine von Kindern gemacht werden. Und wir schließen uns im Moment zusammen und kommunizieren, dass das nicht so sein darf, dass nicht Kinderarbeit sozusagen notwendig ist, um Grabsteine zu erstellen, haben mit den Steinmetzen gesprochen, sind dabei, die Friedhofsordnung zu ändern. Also um das zu ermöglichen, dass im Fair produzierte Steine dann auch hier gekauft werden können. Ist ja gut, wenn man das frühzeitig einspielt. Ja, natürlich, na klar. Und dass das wenigstens fair abläuft. Arbeiten Stadt, Kommune und die Kirche öfter Hand in Hand? Oder ist das jetzt heute hier so ein nettes Zusammentreffen anlässlich dieses Ereignisses? Sie lachen so. Wer mag? Beide. Also ich kann nur sagen, dass ich sehr froh bin, dass wir Stadt und Kirche in dieser Frage völlig gleich takten. Und ich glaube, dass ich von uns beiden sagen kann, dass unser Herz auf die Sache schlägt. Fairer Handel ist eine Angelegenheit, für die wir, glaube ich, leidenschaftlich eintreten. Und weil es auch so sinnvoll ist, weil man spürt, im Handel wird wesentliche Dinge entschieden. Und wenn die Menschen einen fairen Preis kriegen für ihr Produkt, dann tut das einfach gut. Und ich habe heute Morgen eingekauft, fair gehandelten Schirmerkaffee, wird uns in Dortmund produziert, für 6,45 €. Und dann sieht man daneben die anderen Preise, aber ich kaufe das bewusst, weil ich weiß, ich tue das Richtige und ich bin sehr glücklich, dass der Oberbürgermeister genau das Gleiche tut, das Gleiche denkt und wir da völlig gleich tanken. Über Kaffee hinaus, Handel, Corona und Kirche? Also es gibt natürlich neben dem fairen Handel und der eigenen Weltpolitik auch andere Themen, beispielsweise im Kampf gegen Rechts sind wir ganz eng beieinander. Es gibt eine ganze Reihe anderer Themen, nur eins ist mir ganz wichtig, dass das praktisch etwas ist, was ständig passiert, ist alltäglich, ist nicht auf einzelne Tage oder auf einzelne Aktionen beschränkt, sondern es ist eigentlich in der Breite strategische Zusammenarbeit. Es gibt ganz viele, ich habe das schon gesagt, kirchliche Gruppen, die Partnerschaftsregionen haben. Beispielsweise habe ich jetzt Vierling hier gesehen, der aus Ablerbeck heraus mit seiner Familie, mit anderen Freundinnen und Freunden zum Beispiel nach Bondo in Afrika, in Kenia, ein Projekt aufgesetzt hat, um dort für sauberes Trinkwasser zu sorgen. Ja, und da arbeiten wir zum Beispiel auch eng zusammen. Oder wir wollen jetzt auf einer Blumenfarm in Uganda fair gehandelte Blumen ermöglichen, dass die da produziert werden. Rosen, Schweineköpfe, hören auf den schönen Namen Sweetheart. Und wir sind jetzt dabei, das vorzubereiten, dass das dann auch ermöglicht wird. Vorverträge müssen gemacht werden, damit das dann alles auch nach fairen Bedingungen produziert werden kann. Und da geht es natürlich eher auch um die Frage, die fair gehandelten Rosen, die dann hierher kommen, zu vertreiben. Und da gibt es natürlich auch wieder eine Zusammenarbeit. Denn das können wir als Stadt nicht alleine machen, sondern beispielsweise mit der evangelischen Kirche. So könnte man die ganze Reihe von anderen Projekten aufzählen, wo es eine gute Zusammenarbeit gibt und wo wir auch, glaube ich, nicht nur inhaltlich, sondern auch persönlich ganz gut harmonieren. Und das macht es natürlich dann leicht und auch angenehm, solche Dinge dann zu bewältigen. Ich frage deshalb so deutlich nach, weil wenn zwei starke Akteure, das sind ja zwei starke Akteure, gemeinsam auftreten, dann beschleunigt das Prozesse ja, ne? Das hoffen wir natürlich sehr, dass gerade solche Prozesse beschleunigt werden und das kann man wirklich in Dortmund erleben, also gerade auch bei dem Handel mit Blumen, das wird auch von der Stadt gefördert. Es gibt einen kleinen Blumenladen, der hier ganz bewusst nur fair gehandelte Blumen vertreibt. Und wenn ich Blumen kaufe, gehe ich auch dahin und wir machen das auch bekannt hier in der Stadt. Es gibt auch einen Agenda-Prozess, in dem solche Projekte ausgezeichnet werden. Ich bin da in der Jury und arbeite da sozusagen mit der Stadt wiederum zusammen, sodass wir auch die Gelegenheit haben, solche kleinen Projekte oder auch größere zu fördern, zu unterstützen. Im Moment ist die Europaschule, die eine ganz tolle kleine Lampe entwickelt hat, die wir hoffentlich auch dann vertreiben können und die schließlich dann in Ländern, ich sage mal noch der dritten Welt, ankommen und denen dort unterstützend sind. Das sind Zeichen, die wir setzen können. Oder ein anderes Beispiel, wir arbeiten dazu in einem Medizinschiff oder einem kleinen Boot, was vielleicht eine Arztpraxis oder wo sogar operiert werden kann, im Kongo, in einem Land, das wirklich
gar nicht mehr so als erstes im Blickpunkt der Politik ist, sondern dass es abgeschrieben ist. Gerade in diesem Land ist es wichtig, ein Zeichen zu setzen. Und da ist es wieder auch die Stadt, der Oberbürgermeister, der das mit unterstützt und fördert, obwohl es ein kirchliches Projekt ist. Und wir, das ist aus der Partnerschaft entstanden. Wir haben mehrere Partnerschaften nach Sri Lanka, in den Kongo und nach Sambia in Afrika. Und da gibt es immer wieder Überschneidungen. Und das ist uns natürlich total wichtig, weil Christenmenschen immer über den Tellerrand hinaus gucken. Das gehört sozusagen zu uns dazu. Und von daher bietet sich das an, gerade diese Kontakte zu pflegen. Das ist schön. Vielleicht ist ja heute Abend die Gelegenheit, dass Sie zwei nachher, es gibt dann noch was zu essen und zu trinken, mich mal ganz herzlich zu einladen, dass Sie vielleicht noch mal das ein oder andere Projekt ein bisschen vertiefen oder vielleicht haben Sie auch noch was Neues in der Tasche. Jetzt möchte ich Sie erstmal einladen, gemeinsam Hand anzulegen. Frau Schweidür, kommen Sie dazu? Genau. Wir haben zwei Baumschubserinnen. Darf ich euch auch vorstellen? Macht Sie das selbst? Ich bin Marie Hilke und ich gehe auf das Max-Planck-Gymnasium in Dortmund hier. Ich bin Friedrun Domke und ich gehe mit der Marie hier auf das Max-Planck-Gymnasium. Prima, und ihr schubst die Bäume im Baum, ne? Dann bitteschön. Das ist übrigens etwas, das kann ich Ihnen schon mal erklären, das möchten wir wirklich gemeinsam machen. Nachher, zum Abschluss, wenn wir alle nach oben gehen, sind Sie ganz herzlich eingeladen, sich auch so ein Töpfchen nehmen zu lassen, damit der kleine Baum wirklich genügend Nahrung bekommt. Werden Sie jetzt den Baum füttern, möchte ich Sie schon mal einladen, Ihre Ohren und vielleicht auch das Herz wieder aufzumachen für den Chor aus der Dortmunder Nordstadt. Katastrophe.